Da bekam ich auch schon den ersten Schlag in den Nacken. Konnten Sie die Männer erkennen? Nein, ich sah überhaupt nichts. Sie schlugen auf mich los, bis ich zu Boden ging. Dann hörte ich die Frauenstimme, Polizei. Und dann die Schritte, als sie wegrannten. Konnten Sie sich zur Wehr setzen? Haben Sie den einen vielleicht angepackt? Ich weiß nicht, Herr Kommissar. Es kam alles so plötzlich. Ich frage nicht ohne Grund. Hier, dieser Knopf. Den fand mein Assistent am Tatort. Oh, das ist meiner. Sehen Sie? Der fehlt an meinem Sakko. Vielen Dank fürs Aufheben. Ja. Bitte, bitte. Ist gern geschehen. Hatten Sie nun den Eindruck, die wollt ihr Gepäck haben? Tja, ich weiß nicht recht. Kommt vielleicht ein Racheakt in Frage. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Hab ich. Aber da ist nichts, Herr Kommissar. Beim besten Willen nicht. Ich bin doch erst seit 5 Tagen hier und kenne kaum jemanden. Wann müssen Sie wieder ins Theater? Heute Nachmittag. Die Probe beginnt um 16 Uhr. Versuchen Sie festzustellen, welcher angebliche Kollege Ihnen diese falsche Adresse aufgehängt hat. Versuchen werde ich's. Geben Sie uns auf jeden Fall Bescheid. Auch wenn Sie nichts rausfinden. Hier ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Gut, Sie bekommen Bescheid.